das nach und nach vorstellen werden. Und da bald Valentinstag ist, wollte ich euch heute das Sionsspiel zeigen. Ich mache mal diese romantische Musik jetzt im Hintergrund aus, damit ihr mich besser verstehen könnt. Und das Beziehungsspiel, das ist eine Legeweise, die aus meiner Perspektive etwas in Vergessenheit geraten ist, als ich mit Tarotkartenlegen begann. Natürlich auch, weil ich mich damals sehr mit dem Thema Liebe auseinandergesetzt habe. Die meisten Menschen finden ja über das Thema Liebe zum Kartenlegen. Ja, da habe ich dieses Beziehungsspiel sehr, sehr oft für mich und für andere Menschen gelegt. Heutzutage wende ich es persönlich gar nicht mehr an. Aber ich kenne einige, die es noch tun, aber es ist wirklich nicht mehr der absolute Trend. Aber dieses Deck gehört definitiv zu einem der ganz, ganz großen Klassiker, die auch gerne bei unserer Prüfung im Tarot e.V. abgefragt werden, wenn es darum geht, Legesysteme zu beherrschen. Ja, und das ist eigentlich schon die Einleitung und ich stelle euch das Deck jetzt einfach mal vor oder die Auslage. Das können wir ganz einfach machen, indem wir hier ins Buch schauen. Ihr seht hier, es ist an dritter Stelle im Buch. Das Legesystem heißt das Beziehungsspiel. Hajo Banzhaf gibt hier einen Schwierigkeitsgrad 2 an und man sieht, man muss mit 7 Karten arbeiten. Man fragt den Stand einer Beziehung ab. Das kann man gut machen mit Menschen, mit denen man schon zusammen ist. Das kann man aber auch machen bei Menschen, wo man nicht so richtig weiß, wie man dran ist bei dieser Person und gerne mehr möchte zum Beispiel. Man muss aber auch nicht unbedingt die Liebe abfragen. Man kann natürlich auch den Beziehungsstand zwischen dem Chef abfragen, zwischen dem Vater, zwischen der Mutter, zwischen Kolleginnen. All das ist möglich. Ja, und die typische Frage, die seht ihr hier auch niedergeschrieben, lautet, wie sieht meine Beziehung zu X, Y oder Z aus? Wir legen die Karten aus in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in der Mitte auf Position 1. Das ist der Signifikator, der den Stand der Beziehung zeigt. Dann haben wir die Karten 7 und 2, die so für das stehen, ich übersetze das jetzt mal so in meine Sprache, die dafür stehen, was geht auf der gedanklichen Ebene vor, was denken die Personen übereinander. Die mittleren Karten 6 und 3, die stehen dafür, was man emotional fühlt für die gegenseitige Person. Und die 5 und 4, das sind ja, ich nenne das immer gerne die Masken, die man trägt, also wie man dem anderen, der anderen gegenübertritt, der Aszendent, den wir aktivieren, wenn wir mit der Person zusammen sind. Und das kann natürlich ganz anders sein als das, was wir fühlen oder denken. Von daher ist das ein sehr spannendes Spiel. Diese drei Karten hier, die symbolisieren den oder die Fragende und diese drei Karten symbolisieren das Subjekt der Begierde oder der Person, die es zu beleuchten gilt. Ja, von daher gar nicht so kompliziert und ich nehme das Heft jetzt mal zur Seite und wir machen natürlich ein praktisches Bild. Valentinstag, ja, ich muss jetzt, was ist das jetzt für ein Zeichen, dass mir die Karten runterfallen, kleinen Moment. Valentinstag, die Liebenden sind rausgefallen, wenn das mal kein Zeichen ist. Jetzt bin ich hier gerade sehr unklar, was ist los? So, das war sicher ein Symbol für irgendetwas. Egal, also Valentinstag, ich persönlich bin gerade nicht auf der Partnersuche. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem, was ich habe und auch gar nicht bereit, das zu hinterfragen. Ein altes Gesetz der Kartenleger besagt nämlich, ziehe niemals Karten, wenn etwas stimmt. Du könntest eine Nachricht bekommen, die du nicht wirklich haben möchtest. Also lass es lieber bleiben. Ja, ich habe aber tatsächlich ein Thema mit einem anderen Menschen. Ich möchte jetzt nicht so gerne sagen, was dieser andere Mensch ist in meinem Leben. Und diese
Person werde ich mir jetzt mal anschauen. Ich kann euch aber verraten, dass es ein Mann ist. So, ich mische also die Karten und ich ziehe 7 Stück. Na, die erste kommt als Signifikator in die Mitte. Ihr seht, dass das jetzt hier ein bisschen eng gehandhabt werden muss. Die zweite sind die Gedanken der gegenüberliegenden Person. Die dritte, die Gefühle der gegenüberliegenden Person. Die fünfte sind seine Haltung mir gegenüber. Meine Haltung ihm gegenüber ist Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Meine Gefühle ihm gegenüber ist die 6. Und die 7 sind meine Gedanken ihm gegenüber. So, das können wir jetzt alles nicht so gut erkennen. Ich werde da später noch ein Foto von machen und das, glaube ich, irgendwo posten. Aber es geht ja auch darum, dass wir trotzdem irgendwie das schaffen, hier ein besseres, ein ganz gutes Bild hinzubekommen. Also, fangen wir doch einfach mit der Karte in der Mitte an. Wobei ich wirklich immer dafür plädiere, sämtliche Karten umzudrehen, bevor ich interpretiere, einfach damit ich weiß, womit ich arbeite. Und ja, da habe ich gleich eine Meinung zu, obwohl es natürlich schwierig ist, immer mit der Person jeweils zu arbeiten. Also fangen wir doch einfach mit der mittleren Karte an. Da habe ich die 5 der Münzen liegen, hier aus dem Modern Witch Tarot von Lisa Stirl. Und da sehe ich zwei Menschen, die nebeneinander durch den Schnee stapfen. Und tatsächlich, die Beziehung, die ich zu dieser Person habe, ist zwar eine persönliche, aber wir sind nicht in Kommunikation und wir leben definitiv auch in parallelen Welten. Also unsere Schnittstellen sind nicht sehr gegeben. Und dieses Kirchenfenster, was ich da drüber erleuchtet sehe, das ist natürlich die Chance, sich zu bestimmten Themen miteinander zu verbinden und auch gemeinsame Ziele zu haben. Aber dazu müsste hier etwas in die Gänge gesetzt werden. Und wenn ich mir die anderen Karten betrachte, dann denke ich erst einmal, nee, also da wird jetzt nicht so viel passieren. Lassen wir uns erstmal das Paar der Gedanken näher betrachten. Bei meinem Gegenüber liegen die 2 der Schwerter, bei mir liegen die 7 Kelche, beides Karten, das eine auf der gedanklichen Ebene, die 2 der Schwerter und das andere auf der emotionalen Ebene, die 7 der Kelche, die davon sprechen, dass ich oder und er nicht wirklich gedanklich da in Kommunikation sind. Ich komme sogar hier, und das passt sehr gut zu der Person, gar nicht an die Gedanken der Person ran. Sie hat sich abgeschottet und denkt sich vielleicht ihren Teil. Es ist sicher für sie eine gute Empfehlung, mehr auf den Bauch zu hören als immer auf ihre Gedanken. Aber das muss sie mit sich selbst ausmachen. Während ich hier mit der Karte Illusionen viele Wünsche und Träume vielleicht habe und damit verbinde, aber ich bin definitiv auch nicht bereit, da einen Kelch zu ergreifen und zu sagen, komm, let's talk about it. Aber man sieht, dass ich da Sehnsüchte habe, doch in irgendeiner Form etwas herbeizuführen. Wir sind uns ja auch anscheinend nahe, aber also allein diese Linie sagt mir, okay, da passiert jetzt gerade nicht viel zwischen mir und ihm. Auch auf der emotionalen Ebene nehme ich jetzt erstmal nicht wirklich große Bewegung wahr. Sowohl die 4 der Stäbe, die ist meine Social Distancing-Karte, die darauf schließen lassen, dass man zwar aus der Ferne winkt, aber sich nicht unbedingt mehr verbindet, als auch die Königin der Stäbe, die meine Gefühle repräsentiert, die sagt, nee, Baby, du bist dran, ich melde mich nicht, sprechen davon, dass da emotional eigentlich auch schon eher als auf der gedanklichen Ebene eine Bereitschaft ist, sich auseinanderzusetzen, denn wir sind über die Stäbekraft miteinander verbunden, während wir gedanklich,
nicht wirklich das Gleiche haben. Ne? Wir haben die Welt der Schwerter, des Intellekts, der Vernunft auf der Seite meines Gegenübers und auf meiner Seite eher so eine diffuse Emotionalität in den Gedanken, was natürlich auch nicht sehr hilfreich ist. Aber auf der emotionalen Ebene könnten wir uns verstehen, vielleicht wenn es darum geht, sich für Dinge zu engagieren oder bestimmte Meinungen, Werte ins Leben zu bringen, da wäre durchaus eine Möglichkeit gegeben. Und wenn ich jetzt jemandem einen Rat geben sollte, wie soll denn hier diese Beziehung in Schwung kommen, dann würde ich auch tatsächlich sagen, ja, tu mal was in diese Richtung, vielleicht könnt ihr euch da verbinden. Aber persönlich würde ich jetzt diesen Rat nicht ergreifen. Die Masken, die wir tragen, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So ist das, wenn man persönlich Karten legt. Die Masken, die wir tragen, sind auch nicht sehr vielversprechend. Wir sind beide in Bewegung und die Person, mein Gegenüber, die reitet von mir weg, hat ihre eigenen Dinge zu erledigen, ihre eigenen Projekte als Ziel. Und auch ich bin zwar mit jemand anderem unterwegs, vielleicht gedanklich auch mit dieser Person unterwegs und auf Reisen, aber ich treibe auch definitiv nicht zu ihm hin, sondern so diagonal weg von ihm und lasse mich auch treiben und bearbeite dieses Thema vielleicht ähnlich wie er bei den zwei der Schwertern, indem ich versuche, meine Gedanken da zu klären, zu strukturieren, meine Emotionen nicht zu sehr zu berühren, sondern eher meine Emotionen ein bisschen vielleicht auch mit Hilfe zu erforschen. Aber auch da sehe ich jetzt nicht, dass wir in der nächsten Zeit und bestimmt nicht zum Valentinstag wieder uns näher austauschen, auch wenn wir das früher getan haben. Ja, ihr seht, es ist eigentlich eine sehr sprechende Legung, die man immer wieder machen kann, wenn man einen Zustand zwischen sich selbst und einer anderen Person überdenken möchte. Und was ihr am Ende auch noch immer machen solltet, ist zum einen die Quintessenz des Ganzen ziehen. Ja, da habe ich hier eine 6. Hofkarten zählen nicht. Eine 5 sind 11, eine 7 sind 18 und eine 2 sind 20 und eine 4 sind 24, ist eine 2 und 4 in der Zusammenfassung eine 6. Wenn ihr das mit der Quintessenz nicht versteht, schaut euch bitte unser Video dazu an. Das ist hochgeschaltet, die Quintessenz. Die Liebenden, ja, man sieht auch hier, es gibt eine Verbindung zwischen uns, aber es gibt auch ein Zögern, sich aufeinander zuzubewegen auf beiden Seiten, was total in Ordnung ist. Und was wir auch noch machen können bei dieser Legung ist, bewusst noch einmal die beiden Karten einer Reihe miteinander kombinieren. Dann haben wir hier eine 7 und eine 2 ergibt eine 9, der Eremit, Rückzug. Wir haben hier eine 4, der Herrscher, eher auch nicht wirklich eine bewegungsfreudige Karte. Und hier wieder eine 6, die Liebenden. Ja, also ich gebe dieser Beziehung zum jetzigen Zeitpunkt keine Entwicklungschance. Das soll aber euch da draußen, dich da draußen nicht hindern, es mit deinen Karten und den Personen, die dich interessieren, auch auszuprobieren und zu einer ganz anderen, einer ganz anderen Lebensgeschichte mit dieser Person zu kommen, als ich das tue hier mit meiner Geschichte. Ich wünsche euch da draußen, dass ihr euren Valentine genießen könnt in der kommenden Zeit. Ich wünsche euch, dass ihr euren Valentine findet, wenn ihr ihn noch nicht habt. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mehr wissen wollt über die Art und Weise, wie wir arbeiten, dann schaut euch weitere Videos an, seid bei unseren Live-Talks dabei und abonniert unbedingt diesen Kanal samt dem Läuten der Glocke. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und wir sehen uns wieder hier auf diesem Kanal.